Show, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Tag. Es ist der 30.09.2008 und es ist 11.20 Uhr. Ein herrlicher und wundertoller, schöner, sonniger Sonntag, meine Freunde. Und was macht man so am allgemeinen Tag der Arbeitslosigkeit an einem Sonntag richtig? Man regt sich über die Arbeit von anderen Menschen auf. Besonders gerne über die schlechte Arbeit von anderen Menschen, Leute. Und deshalb ist Thomas mal wieder für mich wie ein ehrenvoller und tapferer Krieger in die Weiten des Internets gezogen, Leute. Und hat für mich wieder Beispiele von absolut untermenschlicher Arbeit festgestellt und die mir zusammengetragen. Auf diese Sachen werden wir jetzt reagieren, meine Freunde. Ihr habt schon richtig erkannt, es geht mal wieder um crappy Designs. Dinge, wo ich mich einfach frage, wie kann sowas in unserer Welt heutzutage noch existieren? Wir leben im 21. Jahrhundert. Was ist falsch mit dir? Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt mal ins Vergnügen rein, meine Freunde. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall keinen Daumen nach oben da. Und dann würde ich auch schon sagen, abonniert mich einfach und haltet einfach euer Maul. Super. Beginnen wir mit dem ersten Bild, meine Freunde. Ja, und dieser Kindersitz macht auf jeden Fall auch eine Menge Sinn. Das Kind hat hier auf jeden Fall echt eine tolle Ausblick nach vorne. Vater kümmert sich auch einen Scheißdreck drum. Hätte sich ja auch einfach mal aus Anstand ein Kleid anziehen können, damit deine Tochter vielleicht nicht sein stinkendes Poloch im Gesicht hat. Aber nein, Papa ist das komplett egal und dem Kind scheint es auf jeden Fall richtig zu genießen. Ich meine, man sieht es doch, meine Freunde. Das ist ungefähr das Gesicht, was ich dann mache, wenn ich eine 6 in der Klausur wiederbekommen habe damals. Richtig, richtig stark auf jeden Fall. Kann ich vollkommen relaten. Toller, toller Kindersitz. Ganz klasse Design, wirklich. Das scheint jetzt irgendwie nichts mit crappy Design zu tun zu haben, Thomas. Ich weiß nicht genau, was das soll, warum du jetzt hier ein Meme reingeschoben hast, Thomas. Unglaublich lustig, Leute. Außerdem, Thomas, muss ich ganz klar dazu sagen, dass wenn die UFO-Küche verdreckt ist, dass du meistens irgendwelche gammligen Essensreste da liegen lässt und dann spätestens nach 2 Tagen eine Armada von Fruchtfliegen, die wirklich aggressiv und fleischfressend und sogar tödlich für den Menschen sein kann, durch das UFO zieht, plündert, brandschatzt und raubt, meine Freunde. Also da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Auf jeden Fall ein ganz tolles Meme, Thomas. Hier gibt es auf jeden Fall einen von 2 Kündigungsgründen für dich. Ja, der Reduced Volume Button. Man sieht es hier, Leute. Man kennt es ja eigentlich, dass das, also normalerweise gehört das dahinter und ich frag da auch einfach wieder, wie hat es das Produkt in den Einzelhandel geschafft? Gibt es nicht eigentlich in jedem Unternehmen sowas wie eine Qualitätskontrolle? Gut. When you play The Sims, but you forget to rotate. Ist ja sowas von real. Ganz ehrlich, schaut mal. Ich bin ein Restaurantbetreiber. Ich zahle jetzt, keine Ahnung, für 3 Pissoirs zahle ich 90.000 Euro. Ich weiß nicht, was kostet ein Pissoir. Vielleicht zahle ich dafür 12.000 Euro. So, und ich sage, ich habe hier 3 Taschen. Ich habe hier 3 Backen und möchte die gerne an die Wand haben. Ja, Digga, tut mir leid, Alter. Das kann ich doch so nicht akzeptieren. Warum macht man das? Ich meine, die Wasserleitung läuft doch eh hier entlang. Oder allein der Logik halber. Das ist doch totaler Schwachsinn. Dann müsste doch die Wasserleitung hier in diese Zwischenwand extra reingebaut werden. Also, tut mir leid, ich verstehe es nicht. Wenn mir jemand eine logische Erklärung dafür jetzt in den Kommentaren liefern kann, meine Freunde, kriegt derjenige auf jeden Fall von mir 13 V-Bucks 59. Aber für sowas, tut mir leid. Forever 21 does not know how to use Photoshop or what actually woman look like. What the fuck, Alter. An der Stelle würde ich dann fast mal sagen, die Finger hier sehen ein wenig seltsam aus. Diese Brust sieht einfach komplett verdreht und verquirrt. Was ist das denn hier? Es sieht aus wie ein Roblox-Charakter, Digga. Stell dir mal vor, du gehst zu einem Model-Casting hin und sagst, Alter, geil, ich hab's geschafft. Ich bin in einer führenden Fashion-Brand vertreten. Ich bin bei Forever 21 in einem Discounter-Shop und hab meine eigene Werbung. Und dann plötzlich bist du ein Minecraft-Charakter. Ja, blöd gelaufen auf jeden Fall für die Models hier an der Stelle. Große Shoutout an die Werbeagentur. That Elbow, also wenn das Werbung sein soll für diese Controller hier, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann muss ich ganz ehrlich erstmal sagen, man hätte kein schlechteres Stockfoto wählen können als dieses hier. Die Frau ist auf jeden Fall nachträglich eingefügt worden, diese Controller auf jeden Fall auch. Ja, und was da mit ihrem Ellenbogen passiert, beziehungsweise wie sie halt diesen Controller, der auch sehr missförmig in ihrer Hand liegt, benutzt. Also wenn das das Resultat ist, wenn ich mit diesem Controller spiele, dass ich mir beide Arme breche, dann verzichte ich da wirklich gerne drauf und vielleicht spiele ich dann einfach draußen ein bisschen Fußball mit meinen Jungs. Gut gemacht, Photoshop Philipp. Ich meine, wieso auch nicht? Wer kennt's nicht, Leute, wenn man kurz auf dem Weg ins Dachgeschoss ist und mittendrin merkt, Scheiße, ich muss kacken und es ist schon so oft passiert, dass man hier auf die Zwischenebene gekackt hat, dann sagt man sich doch, was ist die Konsequenz? Richtig, ich baue da einfach ein Klo hin. Absolut vertretbar, richtig schön, vor allen Dingen, wenn es in Mehrfamilienhausen hier immer noch Leute dran vorbeilaufen. Oder auch ganz toll bei Familienfesten, wenn der fette alte Onkel hier drauf sitzt und die kompletten Kindern, die vorbeirennen. Macht auf jeden Fall echt Spaß, aber wie gesagt, meine Freunde, für die Leute mit schwachen Darm ist das echt die tollste Idee überhaupt. Ich habe auch schon mal nachgedacht, Leute, einen Treppenlift rauszubringen, wo tatsächlich das Klo schon involviert ist, also das Klo ist quasi schon inkludiert im Treppenlift. Wäre doch auch eine tolle Idee. Ich würde sagen, meine Freunde, wir machen da demnächst eine Crowdfunding-Kampagne für und da verpisse ich mich mit dem Geld auf die Malediven. Super.
Ja, ist ja nett, dass ihr hier eine Rollstuhlrampe, eine Bordsteinabsenkung hingemacht habt. Allerdings habt ihr da noch eine Verkehrsinsel und da kommt halt kein Rollstuhlfahrer drüber. Also, was ist die Konsequenz? Fahre ich hier mit vollem Anlauf gegen und springe oder bleibe ich einfach auf der Straße stehen und werde überfahren? Also, das ist doch einfach nur dumm. Das ist doch wirklich einfach nur unendlich dumm und das kann doch wirklich keine Stadt. Derjenige, der das hier gebaut hat, der Arbeiter, der muss doch gesehen haben, dass hier eine gottverdammte 20 cm hohe Bordsteinkante ist. Da kann kein Mensch mehr im Rollstuhl hoch. Mann, ich hasse es, so viele Menschen, die nicht mitdenken. Ja, hier haben wir eine wunderschöne Porzellanfigur. Man denkt auf den ersten Blick, oh schön, eine holländische Maid, die einen Truthahn in der Hand hält, bis man dann sieht, dass die Frau dem Truthahn den Finger in den Arsch steckt, beziehungsweise dabei ist, am Arschloch des Truthahns herumzuspielen. Dem Truthahn scheint das nicht so gut zu gefallen. Er sieht auf jeden Fall sehr, sehr verwirrt aus und fragt sich, okay, was zum Teufel, kannst du mich nicht einfach bitte essen und den Finger aus meinem Hintern nehmen? Kann ich absolut nachvollziehen, das Gefühl, meine Freunde. Also wenn ich der Truthahn wäre, dann wäre ich lieber wer anders, sage ich mal an der Stelle. Ja, die Minions, eigentlich sowieso schon Albtraummaterial für mich und das ist auf jeden Fall Next Level hier, kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht genau, was diesem Minion passiert ist, welche Drogen er genommen hat, was auch tatsächlich hier auf seinem Kopf passiert ist. Jemand scheint ihm da die Haare rausgerupft zu haben. Haben Minions überhaupt Haare? Keine Ahnung. Ich hasse die Minions tatsächlich wirklich über alles. Ich finde, das sind die goddamn nervigsten Gestalten auf dem ganzen Planeten. Jedenfalls kann man hier ganz gut erkennen, dass er hier definitiv Zahnprobleme hat. Die Kleidung ist ein wenig abgewetzt und man sieht auf jeden Fall in seinen wahnsinnigen Augen, dass da schon die ein oder andere Line Crack am Morgen verschnupft worden ist. Also Grüße raus an ihn hier an der Stelle. Ich würde dringend eine Therapie aufsuchen oder halt wahlweise einfach den Shopbesitzer bitten, diese Minion-Statue abzubauen, damit nie wieder ein Kind Albträume von diesen gelben Ungeheuern bekommt. Ja, wer kennt's nicht, wenn man tatsächlich mal eine Vergewaltigung to go braucht, dann kann man ihn einfach anrufen, meine Freunde. Hier ist ja auch seine Handynummer drauf, die 42889. Ich weiß auch nicht genau, warum er jetzt das so gemacht hat. Normalerweise wird da was anderes stehen. Ich würde gerne wissen, was es sonst ist, aber man kann es ja wahrscheinlich jetzt nicht erkennen. Kann jetzt nur raten, was es ist. Reparatur Grapes for you, also jemand, der Weintrauben repariert vielleicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Warum sehe ich gerade eigentlich aus wie kompletter Albino? Warum bin ich so bleich, Junge? Lebe ich eigentlich noch? Habe ich einen Puls? Was ist los heute? Es ist relativ früh, muss ich dazu sagen. Wie gesagt, auf jeden Fall richtig nice hier in To-Go-Vergewaltigungsvan. Klasse Konzept, wirklich. Ich weiß nur nicht, ob das so viel Anklang findet. Ich denke eher mal, dass dieses Geschäftskonzept vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Ja, hier haben wir den Herrn Baraka, der sich tatsächlich hier zur Bürgermeisterwahl aufgestellt hat und netterweise gedacht hat, hu, dann mache ich doch mal Werbung auf einem Bus. Ja, wahrscheinlich ist dann der Kopf auch am besten direkt auf dem Fenster aufgehoben, was man runter machen kann. Wahrscheinlich das einzige Fenster im Bus, was man nach unten machen kann. Schön auf jeden Fall. Richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Sieht absolut klasse aus. Sieht ein bisschen so aus wie die Thumbnails und die Sachen, die Thomas mit meinem Gesicht anstellt, wenn ich dann planlos in der Gegend ungefähr so umhergucke. Ja, ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen, wenn Thomas nicht zu voll gewesen ist. Auch hier, wie gesagt, eine richtig, richtig sinnvolle Treppe. Viele Leute wissen das nicht, da ist eine geheime Tür hinter, Leute. Da wohnt nämlich der Hausmeister. Der Hausmeister ist tatsächlich der einzige Zauberer an der Universität. Und wenn man mit wirklich vollem Speed, ja, gegen diese Plattform hier läuft, das ist übrigens 9 3/8, dann bricht man sich nicht nur die Nase, nein, man fällt auch rückwärts die Treppe runter und dahinter ist kein Hausmeister. Ich weiß nicht, warum da eine Treppe steht, Alter. Waren einfach noch Stufen übrig, hat man gesagt, ja, falls hier mal eine Tür hinkommt, dann machen wir da schon mal eine Treppe hin. Wie funktioniert das? Warum baue ich eine Treppe einfach irgendwo hin, wo es nirgendwo hingeht? Verstehe ich nicht. Wie kommt es dazu? Ja, das ist ein ziemlich hässliches Haus. Ich weiß tatsächlich, wo das steht. Das steht nämlich in Belgien, meine Freunde. Es gibt ein extra Subreddit für hässliche belgische Häuser. Ganz kurz, ich glaube, am wichtigsten ist hier die Frage, was bringt dieses Dach? Denn das Dach macht hier vorne eigentlich gar nichts. Es regnet hier drauf und läuft dann alles direkt auf die Leute, die hier rausgehen. Die Fenster, da kann man drüber diskutieren. Das ein oder andere Fenster ist sicherlich nicht allzu sinnvoll, wie zum Beispiel dieses hier oben. Oder auch dieses Fenster. Ich weiß halt nicht, wie man da rausgucken soll und was man da sehen soll aus einer Wand. Interessantes Gebäude, würde ich sagen. Das sieht ungefähr so aus, wie jemand, der definitiv zu viel Minecraft auf Asset gespielt hat. Ich weiß nicht, was der Architekt sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich, ich baue jetzt einfach so ein hässliches Haus, dass es einfach als moderne Kunst gilt. Klappt in dem Fall nicht immer. Ja, hier haben wir ein Hotdog-Brötchen, was ein Hotdog-Brötchen ist. Oh mein Gott, was zum Teufel, Alter. Ich würde diesen 1,20 € Hotdog auf keinen Fall bestellen, weil ich einfach Angst hätte, sämtliche Geschlechtskrankheiten mit dieser Wurst zu verspeisen. Und vor allen Dingen, das ist doch keine Werbung, Alter. Das ist abschreckend. Da kommt keiner in eure Bude und kauft was. Tut mir leid. Auch hier wieder ganz toll gelöst mit den Fenstern und diesem wunderschönen Kind. Da werden jetzt die Augen einfach mal zusammengeschoben. Das arme, arme Kind wird wahrscheinlich jetzt ein Leben lang gemobbt werden. Vielleicht wird es niemals Busfahrer werden. Vielleicht hat das Kind sich ewig erträumt, ich werde Busfahrer, seitdem es dann sein Gesicht auf dem Bus gesehen hat. Ist es wahrscheinlich für sein Leben verstört und wird irgendwo traurig in der Fabrik umherfristen. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Geschichten komme. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ja, tut mir leid für dich, Kleiner. Da, wie gesagt, ein großes Shoutout einfach an die Werbeagentur. Ich verstehe nicht, warum einfach Sachen auf Busse gedruckt werden. Was ist der... Tut mir leid.
Ja, und hier haben wir einen Schreck, meine Freunde, der tatsächlich wirklich für Schrecken sorgt. Ganz lustig auf jeden Fall. Was ist das, Alter? Ganz ehrlich, Junge, guck das dir mal bitte hier oben an. Das sieht aus, als hätte Schreck wirklich Crocodile on Tour gehabt, Alter. Wirklich, als hätte er sämtliche Drogen im ganzen Land ausprobiert. Warum ist Schrecks Arm abgefault? Warum hat Schreck so eine hässliche Hose an? Warum ist ein gottverdammtes Seil in Schrecks Oberkörper drin? Das gehört da nicht hin. Leute, wenn ihr an einem Themenpark vorbeifahrt und diese Statue seht, dann geht ihr da noch nicht rein. Vor allen Dingen, wenn halt im Hintergrund des Themenparks irgendwelche gruseligen Caravans rumstehen und vielleicht der ein oder andere meth-süchtige Vergewaltiger in so einem Ding wohnt. Also es tut mir leid. Kann ich überhaupt nicht mit relaten. Erinnert mich ein bisschen an diese gruseligen Geisterbahnen mit diesen Billigpuppen auf der Kirmes, die einem dann ins Gesicht springen und dann einfach einen Schlaganfall auslösen, weil sie dir mit elektrischen Schüben... Ach, ist ja auch egal, meine Freunde, das ist meine Kindheit, da reden wir nicht drüber. Leute, ich glaube, wir sind am Ende dieser Talfahrt wieder angelangt. Wir haben auf jeden Fall wieder den Bodensatz der Menschheit hier gerade begutachten können. Ganz toll. Vielen Dank an Thomas, dass du dir immer die Mühe machst, die ganzen Sachen raussuchst und ich mich hier einfach hinsetzen kann und so tun kann, als wäre mein Job der härteste der Welt und einfach über Leute, die so etwas hier kreieren, mich lustig machen kann. Danke dafür, dass ihr mir diese tolle Möglichkeit gebt, meine Freunde. Ich küsse jetzt eure Augen, genießt euren restlichen Sonntagabend. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.